Ja, für Ihre Kollegen heißt das noch mehr Arbeit, noch mehr Überstunden. Und so kann es nicht weitergehen. Heute hat das Pflegepersonal seinem Ärger Luft gemacht. Es ist 11:55 für das Personal im Gesundheitsbereich der Landeskrankenhäuser. Es ist nun an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Es reicht. Wie hier im LKH Bregenz nutzen die Angestellten des Gesundheitsbereiches die Mittagspause für ihre Protestaktion. Die Leute sind am Limit, die sind überm Limit. Und Applaus ist nett, Geld ist gut. Aber wenn ich die Freizeit nicht habe, zum Geld ausgehen, dann nützt mir das alles nicht da, nichts. Denn die Arbeitszeiten seien extrem. Schon vor der Krise litt der Gesundheitspflege- und Sozialbereich unter massivem Personalmangel. Die Pandemie verschärfte diese Entwicklung noch. Körperliche Beeinträchtigungen und Überstunden, die aufgrund der dünnen Personaldecke nicht abgebaut werden konnten, sind nur zwei Gründe für die Proteste. Gemacht hat die Politik nichts oder sie hat nur immer geredet. Und jetzt ist halt einmal vorbei mit Reden, weil wir werden immer weniger. Wir haben Betten gesperrt. Weil es keine Pflegekräfte gibt. Für die Teilnehmer des heutigen Protestes ist klar, jetzt muss sich etwas ändern. Also wir laufen am Limit. Und wenn es wir nicht machen, wer macht's dann? Nur Patienten bringen reicht nicht. Wir brauchen auch solche, die sie betreuen. Es wird nach wie vor gespart. Wir brauchen mehr Stellen, damit das Personal entlastet wird, weil sonst bricht uns das Personal weg. Nachwuchs interessiert sich nicht für den Job, weil die Wertschätzung fehlt. Ausgelaugt. Wir sind alle ausgelaugt. Das ist also nicht nur durch Covid, sondern davor auch. Resigniert, dass man uns allein lässt. Ja. Ja, und andererseits haben wir noch ein bisschen Hoffnung, dass wir doch vielleicht Hilfe kriegen. Zum Beispiel, dass für Inserate von der Bundesregierung Millionen ausgegeben werden und die Pflege eigentlich am links liegen, glaube ich, wird und irgendwie interessiert das kann, muss man schon irgendwann einmal auf die Straße gehen. Ändert sich trotz Protest nichts, haben einige Teilnehmer für sich schon eine Entscheidung getroffen. Wie wird es dann weitergehen? Wir werden was anderes überlegen. Also Sie würden aussteigen? Ja. Wir sind einfach am Limit, also so geht es nicht weiter. Was ist, wenn sich nichts ändert? Dann muss man mit einer Kündigung rechnen, definitiv. Heute gab es die erste Protestversammlung, doch es könnte mehr geben. Ob das denn in Richtung Metaller geht, dass man sagt, so und auch wir haben genug und streiken, das werden wir uns dann überlegen.